Ich bin vergewaltigt. Hallo Leute, ich spiele hier Next Car Game. Dummschwätzermäßig mit Kamera. Ja, ich habe jetzt endlich meine Kamera angemacht. Werl. Okay, Hör rein. Das ist halt voll detailreich gestaltet. Schaut euch kurz an. Ich zeig's euch mal kurz, ja? Ja. Fuck. Das ist das Auto. Und es sieht noch super aus. Der geht ja noch. Es gibt ja so verschiedene Sachen, wie man sein Auto zerschroten kann. Zum Beispiel kann ich hier. Da durch. Durch die Reifen, wisch. Oder ich fahre durch die, dadurch. Also man kann hier ganz viele schöne Sachen machen. Oh, man hat kein... Guckt euch den Fahrer an. Der Fahrer sieht nicht sehr zufrieden aus. Er ist ziemlich platt. Ich bin ein bisschen behindert, wartet kurz. Let's go, bitch. Doch, die gehen auch kaputt. Guter Zwölfzylinder hier, der fährt immer noch, ja. Bam. Ich habe hier eine Repariertaste. Achtung. Wie hat Kira das gemacht? Ich weiß es auch nicht. Das hier ist so ein Crusher. Und da will ich jetzt reinfahren. Ich hab Bock drauf, Wischler. Wir machen aber gemütlich. Ja, komm schon. Das ist ein gutes Auto. Das merke ich jetzt schon. Ja, guck mal. So ein Auto möchte ich auch mal haben, wenn ich groß bin. Also nicht zum drin fahren, aber halt, guckt euch das mal an. Also, pass auf. Ich werde jetzt diesen Looping fahren, aber voll gut. Komm schon. Und ich werde das Auto dabei nicht zerstören, kein bisschen. Weil ich ein verfickt guter Fahrer bin. Ich fahre nämlich mit. Guck, ich muss gerade lenken. Ich drücke einfach auf das Gas. Lächerlich war das. Das war lächerlich. Oh. Man merkt hier oft die Geschwindigkeit gar nicht. Erst wenn man dann auf was zufährt. Ich möchte da hoch, aber sofort. Oh, geil. So eine. Cool. Ist aber nicht übertreiben, sonst fliege ich nämlich hinten drüber. Wie gesagt, man merkt die Geschwindigkeit gar nicht. Außer ich merke die schon nicht. Hier, Winterspiele. Auto-Winterspiele. Locker 120. Fuck doch nicht. Was sind das für drehende Dinger des Spaßes? All he knows. You're gonna die, bruh. You're gonna die. Hat der Fahrer Angst? Hinsichtlich dieser Sache? Nein? Okay, los geht's. Weiter geht's! Also das ist ja echt ein Top-Auto. Top-Auto, ja? Guck mal, locker. Und der Fahrer erst. Wie gut der Fahrer sein muss, in so einem Auto zu fahren. Wo ist denn der Fahrer? Ja, der sitzt noch da. Er sitzt noch da wie reingegossen. Aber er ist ein bisschen abgelenkt gerade anscheinend. Vielleicht versucht er zu atmen, ich weiß auch nicht, aber er fährt nicht mehr richtig. Oder fährt das Auto nicht mehr richtig? Wessen Schuld ist es jetzt? Habe ich da vielleicht auch noch was mit zu tun, weil ich den Controller... nee. Jetzt muss eine Entscheidung gefällt werden. Fahre ich da jetzt runter oder nicht? Ich fahre runter. Easy. Peasy. Der Fahrer. Komm, ich kann noch eine abstecke. Weg. Hey. Ja. So. Jetzt fahren wir heim. Ich habe mal eben das Licht umgestellt. Hello. Ja, das Licht es ist so ein komischer Lampenschirm drauf. Der dämpft es so. Soll ich ihn vielleicht runter machen? Hallo. Lampenschirm, wie Mensch. Ich lass ihn lieber dran. So, ich will jetzt noch kurz da hinten durchfahren. Merkt ihr, wie schnell man ist? Man merkt erst, wie schnell man ist, wenn man schnell fährt. Scheiß die Wand an. Leute, das gibt ja auch, das gibt jetzt einen Sprung, pass auf. Also das hätte ja wohl jemand, der das kann, nicht besser machen können. Ja? Halt, stopp. Das ist jetzt ziemlich einfach. Fuck. Was haben wir denn eigentlich da vorne? Was ist das denn hier für eine Apparatur des Teufels? Sieht gar nicht so schlimm aus. Ne, wie ich erwartet habe, ist gar nicht so schlimm. Boop. Ich weiß, dass es hier irgendwo eine Kanone gibt. A kissy kin. Au. Oh yeah. Boah. Oh, ein Hammer. Ob er mich trifft? Tom. Der Hammer ist ja jetzt wohl sehr schwach. Macht der überhaupt irgendwas? Oh ja. Der Hammer schlägt. Wie unvorhergesehen. Ich bin vergewaltigt. Ich komm nicht mehr weg. Bam, bam, bam. Oh Gott. Look at this, Harry. Das Auto ist kaputt gegangen. Ich wollte es gar nicht machen, gell, aber dann war's. Ja, es war jetzt nicht so, es war jetzt ziemlich einfach eigentlich, das Auto wieder aufzubauen. Ja, wir haben da ein paar Kühlkerzen ersetzt und Zündvorrichtungen und noch neu lackiert, den Motor. Und dann fährt das Ding wieder. Ich will den leichten Ausweg. Oh. Fahrer, geht's dir gut? Das war ja lächerlich. Das war ja wie eine Massage für den Fahrer. That's ridiculous. Oh.
Das ist schon mehr hier. Eine Prostata-Massage für den Fahrer durch den Schallding. Das Coole an dem Spiel sind wirklich sind die Details. Schaut euch jetzt mal kurz das hier an. Also ich ramme jetzt diese Sachen da um und dann... Ah, oh, die Details. Oh, schaut doch mal. Seht ihr das? Die Details? Könnt ihr es sehen? Kennen Sie es vielen, Mr. Krebs? Achtung, voll der Hardcore-Stunt. Bam, bam. Wow. Wow. I can't believe it. It was so intense. Und hier? Das war schon ein bisschen besser. Moment, was ist da hinten? Moment mal. Hammer, geh mal weg, ich muss da durch. Was hat das damit auf sich? Ist das eine Zuschauertribüne? Kann ich das kaputt machen? Ich guck nicht hin. Ach ja, ja, ja. Hätte ich überlebt, ja, im wahren Leben. Ja, im Spiel ist es natürlich schwierig, sowas zu überleben, aber im wahren Leben ist ja wieder was ganz anderes. Was? Boah, bei voller Fahrt repariert. Ich mir sowas auch wieder im Boxenstopp, wisch? Was haben wir denn hier? Wie schön. Weiter. Gummibären sterben in ihren Autos, denn sie haben keinen Airbag. Los. Das war so ein Gummibärensprung gerade eben. Scheiße, komm mit weg. Wir stecken in einer endlosen Gummibärenschleife. Scheiße. Fuck. Wir können nicht. Oh. Wie geil. Da freut sich der Fahrer natürlich auch, ja, ist ganz klar. Ist ein Spaß für die ganze Fahrerfamilie, wenn die Frau da ihren Mann sieht rumfliegen und so. Also es muss ein Highlight sein. Wir fahren einfach schon mal nach vorne. Hui! Bop, bop, bop! Tja, jetzt wurden wir aber schon hart gefickt. Ich überlebe die Schrottpresse jetzt. Baba! Na, ich wollte nur mal anpressen. Jetzt haben wir vorne angepresst, jetzt lassen wir... Wie ist denn das passiert? Sprich nicht fürs Spiel. Sprich nicht fürs Spiel. Also fangen wir mit der hinteren Pressung an. Schon mit ein bisschen Stoff. Und dann schnell weg. Oh. So. Ah. Guck mal, wir haben hier die Entscheidung. Wollen wir sterben oder verrecken? Na gut. Oh, ich wollte eigentlich verrecken, aber bin dann doch ins Sterben gefallen. Oh. Ich wollte gerade sagen, haben wir wieder die Wahl? So. Wir haben die Wahl. Wollen wir richtig hart abnippeln oder zerquetscht werden und dabei sterben? Ich entscheide mich für ein gesundes Auto. Ich entscheide mich für das gesunde Mittelmaß. Ich werde nämlich einfach hier stehen. Oh. Ja, gepresst und trotzdem noch super rausgekommen. War das nicht, ist das die gleiche Presse wie gerade eben auch? Finden wir es raus. Aua. Ah, voll in die Eier. Feuer. Boah. Also ich raff noch nicht ganz, wie man sich umdreht. Man kann sich... bestimmt irgendwie umdrehen. Kommen wir da durch in einem Zug? Oh fuck, das schaffen wir nie im Leben. Wir brauchen nur einen guten Urlaub, da. Oh fuck, nein! Jetzt! Wie er einfach abgelenkt wird? Ja. Aua. Seid ihr bereit für die Party? Brothers and Sisters! Pre-order now and get more content. Nextcargame.com. Achtung. Ja. Scheiße, Dreck. Ich wollte eigentlich voll filmen. Aber der fährt noch. Die Potsau fährt noch. Das ist ein Hartriegel. Und jetzt voll rein. Kennt ihr das auch, wenn ihr das Loch... Nee. Ja, so ist es natürlich easy, ja? Das ist ja wie von der anderen Seite. Rauskommt. Wow. Das ist scheiße. Ja, das war so spektakulär. Ich träume davon morgen noch. Oh. Aber der Arsch ist noch ganz, natürlich. Natürlich. Tja, und ich würde sagen, mit dieser Klopperei hier verabschiede ich mich. Nein. So, ich springe ja mal rein. Viel Spaß. Ich fühl's noch nicht. Das Ende ist noch nicht gekommen. Ich fahr hier mal rein. Los. Das ist ein würdiges Ende.
Gebt Acht im Straßenverkehr, sonst sieht euer Auto genauso aus, so ein Klumpen. Und ihr hockt mittendrin und müsst noch fahren. Ciao.